Hallo zusammen. Von unserem Wochenendtraining ein paar Zusammenschnitte von Theo. Bei jedem Training ist es wichtig, Theo ins Spiel zu holen. Hier mit einem kleinen Anreiz auf Sicht. Jeder hat seinen eigenen Stil und entsprechende Erfahrungen. Für Theo zählt der Erfolg und die Belohnung, um Erfahrungen zu sammeln. Effizienz ergibt sich erst viel später. Im nächsten Video nutzen wir einen klaren Sichtausschluss. Jetzt gilt es für Theo, mit der Nase zum Ziel zu kommen. Losgelöst von jeglicher Beeinflussung durch Michi startet er über den großen Geruchsartikel. Entlang der Fensterfront zeigt er uns, was er wahrnimmt. Die Flowing-Negative sind auf der Geraden zu sehen. Da, wo er den Geruch verliert, bekommen wir einen Trailkreis, in dem er sich am Geruch orientiert. Die Körpersprache von Theo hilft uns später, zusammen eine Spur ausarbeiten zu können. Nach seinem Orientieren kommt er schnell zum Erfolg. Durch das gezeigte Interesse und seine Motivation können wir in der zweiten Runde ein wenig Verstecken spielen. Mit dem Bewuchs verändert sich die Vertragung des Sens durch den Wind. Diese kleinen motivierten Aufgaben kann Theo selbst lösen und wichtige Informationen sammeln. Schneller Erfolg, schnelle Belohnung. Mit den Längen spielen wir genauso wie mit den Richtungsänderungen. Es ist für jede Ausbildung wichtig, damit der Welpe viele Erfahrungen sammelt und nicht über den Zufall zum Erfolg kommt. Es geht nicht um Spurtreue, Effizienz, Schwierigkeiten oder Ablenkungen. Der Spaß steht im Vordergrund. Für uns ist wichtiger, erstmal eine stabile Motivationsgrundlage zu schaffen, die später Theo sicher an der Spur arbeiten lässt. Auf dem Rückweg noch ein wenig mit dem Bringsel spielen. Es tragen zu können, bringt einen Ausgleich zur Sucharbeit. Theo ist beschäftigt und beginnt nicht, andere Gegenstände aufzunehmen. Wir nutzen das Tragen und Apportieren von einem Bringsel oder Spielzeug bei allen unseren Hunden. Einen hilft es beim Stressabbau, ein anderer hat einfach nur Spaß am Tragen.